Herzlich willkommen zurück zum Retro Friday. Oder besser gesagt zu Spyro A Year of the Dragon. In der letzten Folge haben wir den Wachtmeister Bird freigeschaltet. Wenn mich nicht alles täuscht. Schauen wir mal kurz. Yep. Deswegen machen wir mal kurz seine Welt fertig. Und dann können wir ganz fix, ganz schnell die erste Hauptwelt vollständig machen. Ich muss die Kolibris trainieren. Wenn wir uns der Zauberin entgegenstellen müssen, sie in absoluter Höchstform sein. Alles klar, Kolibris. Let's go. Alles klar. Wir spielen Pinguin Wachtmeister Bird, der unendlich viele Raketen in seinem Repertoire hat. Was eigentlich ziemlich nice ist, Fernkämpfer. Diesmal was Neues im Spyro Universe. Oh. Bam! So, reden wir mit ihr, sie muss uns führen. So, folgende Situation. Gestern um 18.05 Uhr sind natürlich Franzosen. Die Rhinoxe an. Wir haben uns nach Kräften verteidigt, aber ohne deine Führungsstärke war unser Widerstand wenig erfolgreich. Um 19 Uhr befand sich der Rest des Trupps in Gefangenschaft und die Rhinoxe hatten den Stützpunkt übernommen. Eine Viertelstunde hat's gedauert. Alles klar. Homing! Ich damit mein. So, wir müssen hier hoch. Oh, ja. Auch Homing. So, wir können einfach alles zerballern. Homing ist gut, denn Homing ist besser. So. Als nicht zielsuchend. Hey. Dass deren nicht Homing sind. So, diese großen Dinger, die können wir nicht kaputt machen. Die sind geschützter. So, wir können auch zielen. Oh, das ist ja einer von uns. Ja, zielen bei Homing. Macht ganz viel Sinn. Oh. Ich habe feindliche Rationen erbeutet. Mit leerem Magen kommen sie nicht weit. Oh, Siegfried. Ist in sicheren Händen. So, die Rhinoxe haben den Ausweg aus der nächsten Ölle mit einer Sicherheitstür versperrt. Ich glaube nicht, dass du sie sprengen kannst. Ich schlage vor, du landest auf den Gewichten und bringst sie zu den Druckschaltern auf beiden Seiten der Tür. Wenn du in Position bist, drück Stürmen zum Absetzen des Gewichts. Drück Aktion, um nach unten zu schauen und nochmal, um wieder aufzuschauen, Sir. Aktion und Stürmen. Das ist Stürmen, ah ja. Dann wollen wir das mal machen. Y drücken. Ups. Ja, easy. So kennt man den Wachtmeister Bird. Professionell beim Failen. So. Oh, easy going. Aber hier müssen wir natürlich auch noch den anderen Stuff einsammeln. So. Das war's. Warte mal, oder? Ja, doch, das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Nee, ach, stimmt, die müssen wir ja auch noch befreien. So. Gibt es hier noch irgendwelche fliegenden Tassen? Nö. Ups, da können wir weitergehen. Na, musste man die auch platt machen? Oder war das nur für einen Stilpunkt? Ich glaube, das war nur für einen Stilpunkt. Oh. Da ist die Infanterie. Bam. Ja, Homing ist natürlich jetzt so eine unfaire Sache. Würde ich sagen. Aber hey, wir sind Wachtmeister Bird, wir dürfen das. Oh shit. Da ist auch noch ein Gedingsel. Gib uns alle eure Schätze.
Dann bin ich auch ganz schnell wieder hier raus. So. Oh. Jetzt geht los. Jetzt kommen die Atombomben. Damit gehen wir erstmal direkt zurück. Sparen wir uns ein bisschen Weg. Oh. Zehner vergessen. Huch. So. Dann können wir nämlich hier mal durch. Denn das ist ein kleiner Geheimweg, der uns, glaube ich, zu einem Ei bringt. Oh, ich sehe hier gar nichts. Ups. Ja, genau. Hier ist nämlich einer der Vermissten. Bereit für die Nachbesprechung, Sir. Ja, ist okay. Hätte ich jetzt nicht meine ganzen Bomben zerstören müssen. Wachtmeister, wie auch immer die heißt. So, egal. Haben wir den Bereich ja auch geschafft. Und können dann den Zweier... Oh, was ist denn hier los? Alles hat seinen Sinn. Ja, wir sind extra nochmal zurückgekehrt, um die fehlenden einzusammeln. So. Und weiter geht es. Ups. Wir gehen erstmal hier hoch. Warte mal, irgendwo hier war doch noch. Da hinten ist das. Ups. Hier ist noch so ein Ding. Oh. Und da unten war auch noch eins. Ich habe es eigentlich höher in Erinnerung gehabt. Hoppala. So, Bird Bomb. Alle Dinger geöffnet, glaube ich. Errungenschaft ist das. Wenn man alle Schatzkisten geöffnet hat. Bam, aus der Luft geholt. Und das war's auch schon. Easy. Ja, kein Ding. Ryan Lee, kommt mit uns. Ja, ich nahm aufstehen. Um mich da wieder hinzulegen. Okay. Jetzt müssen wir nur noch den Stuff hier einsammeln. Und dann sind wir quasi auch schon durch. Dann können wir den Vulkankrater auch abschließen. So wie alle anderen Welten auch. Mal schauen. Oh ne. Hey, komm. Ah, Sparks schläft wohl heute noch. Kack, Leute mit Schmetterlingsnetzen. Ich glaub's auch. So, überraschend von der Seite. Ballern wir jetzt erstmal. Boah, treffe ich das da hinten? Nicht mit dem rechten, aber mit dem linken. Nö. Aber vielleicht so. Ne, die Wand ist einfach zu massiv. Zu massive. So, das müsste aber reichen. Bam! Sniper God. Ups. Danke, Homer. Homing Missile. Eigentlich so dumm. Eigentlich kommen die nur raus, wenn du nicht in der Nähe bist. Das ist eigentlich der Sinn. Aber er dachte sich, ha, er trifft mich ja eh nicht. Wie der da oben. So. Snack. Aber warte mal, wo ist denn der? Ah ja. Bin gerade bisschen. Wir sind ja noch gar nicht. Wir waren ja noch gar nicht überall. Boah. Wir müssen ja noch durch die Lavagrube. Stimmt ja. Da war ja noch. Was?
Und das hier dürfen wir nicht vergessen. Yeah. Brauchen nur noch 24 Rubinen. Ja, geht schneller so. So. Hier ist der letzte. Bevor ich gefangen genommen wurde, konnte ich dieses Ei retten. Danke, Helene. Fischer. Oh, der erste schlanke Drache hier in diesen Ländern. Hä? Oh, muss ich aufpassen. Wir haben keinen Sparks mehr, der uns beschützt. Ganz schnell hier Sparks wiederholen. So, aber uns fehlen noch ein paar. Hä, wo war der Zehner denn? Alles klar. Der war auf jeden Fall da. Das muss ich mir dann nachher mal im Schnitt angucken. Habe ich noch mehr übersehen? Das ist natürlich unverantwortlich. Mann, der lässt sich auch so toll steuern, der Bird. Leute, ist ja, ich wusste doch, dass hier noch einer ist. Für 100. Und 100% des Levels abgeschlossen. Dann gehen wir wieder raus. Endlich wieder mobil mit Sparks, Spyro unterwegs sein. So muss man das machen. So, und wenn ich mich recht erinnere... Erinnere ich mich richtig? Ja, genau. Eine Welt hier in der Gartenstadt ist auch nicht zu 100% abschließbar. Deswegen werden wir doch dieses Level dann erst einmal durchrushen, um dann es dann im Nachhinein zu vervollständigen. So. Zurück zu Bad Sonnenaufgang. So heißt das. Dann wollen wir mal uns unsere Rubinzahl wieder auf ein schönes Level bringen. 2115. Das ist ja keine schöne Zahl. Wir brauchen 2400. Und aufsteigend. Ja... Leider hat das, Ding jetzt kein Radio. Der Ballon. So. Vulkankrater. Vulkankrater, die zweite. Schmelzkrater, so heißt das Ding. So, jetzt können wir hier auch alles machen, was wir nicht gemacht haben. Nämlich Gegner töten. Mit der Abkürzung kommen wir überall schnell hin. Aber wir gehen das erstmal normal durch, weil wir haben ja gar nichts eingesammelt. Ciao, Indiana Jones. Ja. Hier gibt es ja nichts zu erzählen. Außer, dass wenn wir alle Tulpen platt machen, einen Stilpunkt kriegen. Glaube ich. Nicht mal, weil die spawnen wieder. Also Schwachsinn. Ja, den einen flinken wir. Er dachte, er wäre safe, aber dann doch nicht. Da kommt der linke Haken. Aua. War hier nicht eine Wand? Eine unsichtbare Wand. Der unsichtbare Durchgang. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, was auch immer. Guck
gucken wir mal. Und wenn uns das fehlt, dann weiß ich, dass hier noch eine unsichtbare Wand ist. Unsichtbare Wand, das laber ich. Ein versteckter Bereich. Ja, heute ist auf jeden Fall nicht mein Spyro-Tag. Ich sehe das schon. Schon wieder ohne Sparks unterwegs. Aber wir sind einmal durchs Level. Können wir hier auch rein. Ja, ja, eintreten, Kamerad. Ah, da ist der Schlüssel. Zack, machen wir erstmal hier alles fertig, bevor wir dann in die extra Bereiche gehen. Oh, die Schnecke nehmen wir mit. Müssen wir nicht alles selber einsammeln hier. So, ich habe auch eben gerade schon wieder den Geldsack gesehen. Das heißt, wir werden nicht bei 2400 landen, wenn wir hiermit fertig sind. So. Errungenschaft, wenn wir diese Kiste öffnen. Ja, alles klar. Oh, und Bird is the word. Let's go. Ja, ja, verstecken. Er spielt verstecken. Ist klar. Aber leider haben die Leute ihre Köpfe verloren. Und die müssen wir jetzt erstmal wiederfinden. Geil, oder? Hier weiß ich aber, da. Ja, unauffällig wie immer. Ein geheimes Ei. Denn Luna versteckt sich auch gern. Nur fliegen kann sie noch nicht. Oder S. Wir nennen es einfach S. Dann sind wir auf der sicheren Seite. So. Geben die einem auch Stuff? Nö. Aber hier. Der erste Kopf. Kommt hier drauf. Nice one. 1 von 5. Geil. Kannst du mal wieder hier das Richtige treffen? So, hier oben ist auch noch ein. Also es ist quasi 5 Wege. Und mal schwer, mal nicht schwer. Warten wir kurz, bis die Flames aufhören. Sonst gibt's frischen Pinguin. So. Dann watschen wir hier lang. Machen einen Dropdown. Sammeln hier die Schätze ein und nehmen ihn mit. Und gehen dann hier durch zurück, denn hier waren wir noch nicht. So. Was ist das denn hier? Hier war ich schon. Nö. Okay. Dann müssen wir hier durch. Nee, hier war ich auch schon. Da oben. Hier müsste noch ein Kopf sein. Yes. Ah, vorsichtig mal ein bisschen hier. So. Wo ist denn der letzte Kopf? Da vielleicht drin? Ne, da komme ich ja her. Das ist ja da. Da war ich. Da waren wir. What? Ah, lol. Den offensichtlichsten. Hey, oh shit. So, ja gut. Kann der Kopf nicht mal was selber machen.
So, easy. Nimm dieses Ei als Zeichen deiner Ehrenmitgliedschaft in der Hütte. Geil. Ryan, du bist ein Ehrenmann. Das ist noch nie passiert. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Zeichen. Ja, ich werde nur nicht wiederkommen, hä? Hä? Oh, hier ist noch ein... So ein Ding. Und das müsste es aber da, glaube ich, gewesen sein hier drin. Oder? Oh, 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 fast einen heißen Arsch gekriegt. Ja. So, jetzt müssen wir hier noch dem geilen Geldsack Geld in den Arsch schieben. Spyro, zwei Eierdiebe sind durch diese Tür gelaufen. Naja, eigentlich haben sie mich dafür bezahlt, ihr Versteck zu bewachen, aber das ist irrelevant. Ich lasse dich gerne durchs Tor, um sie zu jagen. Für einen kleinen Finderlohn. Ja, ja, komm, geh nach Hause. Geh mir einfach aus dem Bilde. So. Rennen. Bist du der Drache, der nach den Eiern sucht? Ich hab... Alles klar, danke. So, einmal, ihr seht schon die Power-Pfeile hier. Die sind dann für den zweiten Eierdieb. Weil der ist deutlich schneller. Aber mit einem Trick kann man dem ersten, dem zweiten Eierdieb die Show stehlen. Dem ersten glaube ich auch noch. Ich habe es vergessen zu machen. So, und Feuer. Moira. Denkt, sie wäre ein Hund. Hey, da ist noch einer. Der war echt schnell. Wenn ich die super... Ja. Ah, nee. Doch nicht. Ich dachte, die würden hier starten, weil ich hatte das Gefühl, man kann das austricksen, indem man einfach schnell hier hin sprintet und naja, dann machen wir das mal so hier. Ein paar Runden laufen, schadet ja keinem. Bam. Eine Runde. Schadet ja keinem, denn Kermit der Frosch hilft. So, alle Eier haben wir. Jetzt fehlen uns nur noch die Rubies. Okay, auf der Strecke gibt es nichts mehr. Aber neben der Strecke natürlich. 100 Stück, also schätze ich mal noch so 80. Dann müssten wir eigentlich bei unserer schönen aufgerundeten Zahl sein. Hoffe ich mal. Da. Hinten. Guck mal. Jetzt sind da noch in dem Ding da welche drin. Dann müsste es eigentlich reichen, wenn man von hier aus losstartet. Yo. Mir fehlt ein Zehner, Leute. Nee, na, welchen Zehner habe ich übersehen? Oh, den. Okay, huch. Und abgeschlossen. Und weg da. Das heißt, wir haben jetzt den Bad Sonnenaufgang soweit. Komplett. Uns fehlt nur noch ein gewisses Speziallevel, das wir aber erst etwas später freischalten werden. Und das Level werden wir dann auch erst ganz zum Schluss machen, wenn wir alle wenn wir... Oh, es ist sogar schon freigeschaltet hier. Oder wobei, ne, können wir ja auch jetzt eigentlich schon machen. Wenn wir schon mal hier sind. Ich habe ein Ei gefunden, aber nur Sparks kann es erreichen. Da ist ein kleines Loch, das zu einer Flusskrebsfarm führt. Ich kann ihn hinbringen, wenn er bereit ist. Alles klar. Denn man kann hier nicht nur einen Känguru spielen oder einen Pinguin, sondern Sparks. Hallo Sparks. Ist auch mit dabei. Bevor du dich um die fiesen Flusskrebse kümmerst, sollten wir vielleicht noch etwas üben. Ach Quatsch. Fangen wir mit dem
Ja, es ist ein Top-Down-Ego-Shooter. Geil. Kann man dazu sagen? Ego-Shooter. Wie Spyro kannst du dich schnell bewegen. So, bada 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 boom. Die muss man einsammeln. Alles klar. Kommen wir zum schwierigen Teil. Und wenn man die Schultertasten drückt. Ups, Schultertasten. Da kann man in eine Richtung ballern und sich bewegen. Geil. Danke. Ich weiß. Oh, das ist Leben. Ah ne, das ist Spezialmuni. Stimmt. Mit einem Power-Up könntest du. Ja, ja. Mit einem Power-Up. Aber. Ah ja, doch. Ja, easy. Hat zwar nichts getroffen, aber hey. Bam! Weg mit euch. Yeah! Danke. So, hier gibt es natürlich auch nochmal Rubine zu sammeln. Und ein Ei. Oder glaube ich sogar zwei. Wenn mir nicht alles täuscht. Ein Hauptei und ein Secret-Ei, glaube ich. Ja, jetzt geht man hier durch. Und ballert hier alles über den Haufen. Geil, oder? Ist für mich voll cool, wie viele neue Sachen die einbauen. Eingebaut haben. In jedem neuen Spyro. Oh. Ups. Ja. Rockets sind nicht so geil. So, rote Tür. Wogegen die allerdings geil sind, gegen diese Spawner. Ist das sehr nice. Aber im Allgemeinen ist die Minigun einfach besser. So, grünes Türchen war glaube ich hier links. Oder gegen die großen Machos. Die Rakete natürlich auch besser. Oh, was ist das denn? Unbesiegbarkeit. Let's go. Ja, fahren wir hier einfach durch. No problem. Oh, what? Was haben wir denn da jetzt? Für einen Zauber. Achso, ja, für Massen. Für Bouncy Balls. Oh, na gut. Aber auch nicht so geil. Wie gesagt, die Minigun ist mein Favorite. Ja, jawohl. Snipe. Und am Ende gibt es dann immer noch einen Boss. Ups. In dem Fall einen riesen Lobster. Aber solange man eigentlich nur nach unten und oben geht, trifft man den irgendwann und ist fein raus. Man kann auch näher rangehen. Oh, einfach nur die Richtung wechseln. Ja, okay. Nora. Und die herumschaut, was krebst hier rum. So, aber. Blöderweise. Fehlen uns noch 10 Rubine. Und hier können wir leider nicht nachschauen, wo die sind. Sondern hier müssen wir wirklich selber suchen. Hier ist noch ein 5er. Also die liegen meistens nur in Ecken rum. Also von daher, so schwer sind die nicht zu finden. Eigentlich. Zack, zack. Oh nein. Wenn einer fehlt, ist es immer ganz einfach.
Zack. 100%. Wir können hier raus. Mit Rückwegen brauchen wir uns hier nicht beschäftigen. Wir wollen Content und kein Backtracking. Nicht so viel. Außer um ein Level zu beenden. Einmal pro Hauptwelt. Gute Arbeit, Sparks. Du hast den Flusskrebskönig besiegt und das Ei gefunden. Außerdem hat wohl etwas von der Drachenmagie auf dich abgefärbt. Jetzt kannst du Edelsteine aufheben, wenn sie noch weiter von Spyro entfernt sind. Geil. Ja, durch diese Mission kriegen wir nicht nur noch Stuff zum Sammeln, sondern auch... Dadurch wird Sparks immer stärker und, wenn ich mich recht erinnere, im Original hast du da erst die Fertigkeit bekommen, nach Edelsteinen zu gucken. Also dieses, wenn du auf den linken Trigger drückst, auf den linken Joystick, L3 ist das, glaube ich, oder heißt das so? Heißt das noch so? Dann kannst du ja sehen, wo Stuff ist. Wenn noch was da ist.